Hallo, hallo, hallo. Oh, wir haben ein neues Ziel erreicht, sogar zwei. Hier nehme ich jetzt 241 Follower. Was richtig nice ist. Und... anscheinend irgendwas mit 10 Abonnenten als Ziel. Nice. Oder weil gestartet wurde. Egal. Ja, ich habe gestern noch hier ein bisschen rumexperimentiert. Werden wir jetzt alles einmal abreißen wieder, weil wir hier die Plastikfabrik hinsetzen wollen und wir müssen 22 Fabriken bauen, also hier, wie heißt das gleich noch, Raffinerien, so. Und dann können wir nochmal 12 Kraftwerke hinten ransetzen. Und ja, ich bin gespannt. Ich wollte hier, hier drunter noch einen Bahnhof setzen. In der Hoffnung, dass das irgendwie einigermaßen gut funktioniert. Und dann soll dann einmal per Drohne abgeholt werden und per Bahnhof. Und wir wollen auch noch was Zweites. Oh Gott. Was Zweites machen? Ich will einen Drohnenport dann noch mit dran setzen. Das heißt, die Sachen können per Drohne abgeholt werden und per Zug. Und dann benennen wir alle Stationen irgendwie AKW-Stationen, die mit dem AKW zu tun haben. Ja, genau. Nice. So. Also, wir müssen jetzt Baupläne. Wo haben wir es denn? Raffinerie links. Okay, dann müssen wir weiter noch hier. Ah ne, Raffinerie rechts. Swang to Swang, moin moin und schönen Feiertag, Baumeister. Danke, wünsche ich dir auch. Ich versuche jetzt die Fabrik aufzubauen. Oh, ich habe sie verkehrt rum. Okay, das erklärt es. Okay. Ich baue jetzt für... in die falsche Richtung, okay, links. Ich will jetzt noch eine Plastikfabrik bauen. Und eine Gummifabrik. Und dafür brauche ich 22 Raffinerien. Ich habe mir hier Baupläne erstellt. Die sind zwar für was anderes gedacht, aber es funktioniert ja auch. So. 3, 6,
6, ah, 12. Oh, nice. Dann machen wir das doch direkt. Raffinerie rechts. Genau. Machen wir falsch rum. Baupläne. Raffinerie rechts. Oh, oh Gott. So. Zwischendurch ist das hier ein bisschen alles fummelig. So. Genau, dann können die von oben halt identisch aussehen. Die werden wir nur noch umlackieren. Und, Hallo! 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 Hallo, Dragonfire! Und hier in der Mitte wird dann das Wasser lang geführt. Das passt. So, wie viel brauchen die denn für... Gummi? Restgummi. Ah, okay, da können wir ja ganz entspannt, Sachen bauen. So, und hier müssen wir die nach links bauen. So. Okay. Hier werde ich, also hier hinten produziere ich Treibstoff und Polymerharz. Und hier wird dann Kunststoff und Gummi hergestellt. Wir haben hier so einen kleinen Bauplan. Und wir sind jetzt hier bei Schritt 2. Wir brauchen also 12 mal Restgummi und 10 mal Restkunststoff. Und das werden wir dann produzieren. Und dann den Kunststoff werden wir dann weiterverarbeiten können. Genau, und den Treibstoff nutzen wir halt dann direkt auch mit. Aber so sieht das erstmal ganz gut aus. 12 für Restgummi haben wir jetzt schon. Und jetzt brauchen wir noch 10 Stück für den anderen Kram. Dann machen wir hier nochmal eine Zwischenebene. Dann bauen wir jetzt den Restkunststoff. Genau, und dann können wir damit noch weiteres vertreiben. Und dann brauchen wir noch 2 Wasserpumpen, glaube ich. Oder ne, 10 Wasserpumpen. Moment. Ich glaube, ich muss die Anlagen umbauen. Das ist das Gute an Bauplänen. Du kannst sie einfach total easy löschen. Dann bauen wir mal eben um. Bauplan laden.
den eben. Das kann alles gelöscht werden. So, das hier ist der Output. Brauche natürlich noch einen Input. Und wir brauchen Wasser. Oh, oh, nö. Oh. Das wird nämlich hier der Input. So, in welche Richtung geht denn das? In die Richtung. Nee, falsche Richtung. So, und das hier machen wir über einen Splitter. Fördert man Splitter. Die Richtung. Okay, dann speichern wir. Raffinerie rechts, KU und GU. Hä? Wieso kann ich das nicht speichern? Ah, das Unzeichen. Das geht auch nicht. Oh Gott. So, Raffinerie. Ich glaube, ich habe Raffinerie falsch geschrieben, aber egal. Gummikunststoff. Rechts. So, Bauplan speichern.
So, und dann machen wir dasselbe nochmal mit links. Und dann können wir hier gleich das einfacher bauen. Baupläne. So, welche Richtung geht denn das? Ah, das geht nach links. Okay, ist die richtige Seite. Input, da hinten ist der Output. Das gleiche jetzt nur für... Dass das zwischendurch nicht funktioniert, ne? Das ist für rechts. Ich komme noch mal rechts hin. Oh. So. Ich kann mal links abbauen. Rechts nehmen. Nochmal rechts nehmen. Ist es denn richtig rum?
So. Verkehrt rumgebaut. Auch verkehrt rumgebaut. Danke, wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du hast einen entspannten Tag. So, das sollte jetzt aber passen, ne? Bis auf das hier vielleicht.
Wie viel Wasser brauche ich denn? 400 und 200. 500 und 200. Dann machen wir einfach zwei Wasserröhren fertig aus. Irgendwas ist bei der Blueprint schief gelaufen. So. Machen wir das halt so. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, oh Gott. Hey ho, OTK. Hallöchen. What geht bei dir? Alles schicko und einen schönen Feiertag. Ich weiß gerade überhaupt nicht, welchen wir haben. Ich habe aber frei, das reicht mir aus. Mehr Informationen brauche ich nicht wissen.
Ups. Okay, nice. Also, die Verkabelung haben wir fertig. Oh Gott. Krankenhaus geht. Oh, das ist kacke. Und bei mir entspannen, bis ich zu einem Geburtstag fahren muss. Also, oder will. Genau, aber sonst halt erstmal entspannen. Hier versuchen durchzusteigen, weil ich mich schon wieder selbst verwirrt habe. Und was zur Hölle ist das Command Song? Das kenne ich ja gar nicht. Okay, den aktivieren, deaktivieren wir. Ja, das habe ich überhaupt nicht. Hallo, hallo, hallo. Hallo Corby, was geht? Okay. Weiter geht's. Das hier muss noch weg. So. Und das hier.
Das passt ja perfekt hier. Kann das hier zu bleiben? So, was wollen wir denn jetzt noch machen? Okay, halb am Sterben hier. Wir machen das jetzt relativ simpel. Bam, bam, bam. Sachen. Okay,
das hat nicht geklappt. So. Megawatt machen die. Das ist richtig gut. Also für den Anfang definitiv. Und dann hast du jetzt eigentlich auch genügend Power, um dann anzufangen auf Kohle zu gehen. Nicht Kohle, auf Öl zu gehen. Und da musst du dich halt entscheiden, was du genau herstellen möchtest. Ob du erstmal auf Turbo Fuel gehst oder erstmal normalen Treibstoff und dann nach und nach anderen Kram. So. Oh nein. Aber warum musst du denn die gesamte Verrohrung neu machen? Das ist ja richtig kacke. Wie kommt denn sowas?
sondern mal gucken, ob das mit den Pumpen funktioniert. So, von dem Restgummi. So, ich weiß nicht, ob ich das gerade eben drüber bringen konnte. Corby, warum musst du denn die Verkabelung neu machen? Restgummi. Oh. Okay, ja, nee, das geht nicht. Also 5 Extraktoren auf ein MK2-Kabel, weil die 120 herstellen. Wenn du keine MK2 hast, könntest du ich habe jetzt 8 auf MK1 Extraktoren oder Kohlekraftwerke? Nee, das geht auch nicht. Wie gesagt, ein Extraktor kann 120 Wasser produzieren und in ein Rohr passt 300 Wasser rein. Das heißt, du müsstest da noch ein bisschen was ändern. Moment. Also 5 Extraktoren passen auf ein MK2 Rohr, weil das 600 Wasser tragen kann.
Und die hier produzieren 100 Wasser die Stunde. 120 Wasser die Minute, so. Also brauche ich 5 Stück, damit ich auf 600 komme. Bei 3 Stück könntest du, also bei den MK1-Rohren, machst du entweder 2 auf ein Rohr oder du packst 3 auf ein Rohr und verschwendest dann 60 Wasser. Und könntest dann die Pumpen untertakten, indem du hier einfach 100 eingibst. Das würde dann gehen. Genau, aber nur ein Rohr kann 300 oder 600 tragen. Die MK2 halt 600, die normalen 300.
So, als erstes kommt Restgummi, weil wir davon am meisten brauchen. Also ist das hier Überschuss. Und links ist beliebig. So, jetzt die Frage, warum startet der da oben nicht, das Restgummi? Das läuft. Also die laufen. Die laufen nicht, weil... kein Wasser.
geradeaus Überschuss und links beliebig. Werden wir das jetzt in den Boden verschwinden lassen?
dann einfach hier. Mal gucken, ob, wie wir das am schlausten machen. Logistik, Förderbandfusionator. Wir bauen jetzt hier nämlich noch eine Awesome Sink hin. Damit müssen wir alles hier eigentlich vernichten können. Weil 200, 400. Wir stellen gar nicht so viel her als. So, Eingänge. Gummi. Kunststoff. Gummi. Zwei, zwei, vier. Kunststoff 112. So. Gummiproduktion abgeschlossen. Nice.
Hey ho. Ja, ja, hatte ich ja gestern gesagt, dass ich vormittags dann online bin. Genau. Und guten Tag, Zuschauer, was geht bei dir?
So. So.
Okay. Okay.
Jo. Dann. Ach, gleich müssen wir dekorieren. Nee.
Okay, gut. Zweite Ebene. Oh mein Gott, ich brauche Aluminium-Casings. Häuser und Funk. Parts purchase confirmed. Promotion delayed by X times part value plus fixed stock value. Nee, Astronia haben wir bis jetzt noch nicht gespielt. Geht das denn im Multiplayer? Wäre aber bestimmt auch ganz lustig.
So. Okay, viel Spaß dir bei was auch immer.
So, jetzt muss ich mir hier ein Design ausdenken. Zugtunnel One Side.
Hey ho. What geht? Ich versuche gerade den Untergrund hier zu bauen. Aber ja. Ich habe noch nicht so recht die Idee. Ich will die Fabrik fertig dekorieren, bevor ich mich an was anderes begebe, weil sonst bleibt die so stehen. Und was geht bei dir? Ja, genau, das wollte ich vermeiden. Oder die Aluminiumfabrik. Wir müssten unseren Kleiderschrank aus und haben schon 2,5 blaue Säcke voll. Korrigiere, mit dem Schuhsack 3,8. Ach du Scheiße.
War notwendig, okay.
Jetzt noch eine Viertelstunde. Genau, also. Ich werde demnächst dann losfahren. Aber vielleicht werde ich heute Abend nochmal online kommen. Je nachdem, wie lange ich unterwegs bin. Aber der Geburtstag hat Vorrang. Und ja. Und morgen bin ich auch auf dem Geburtstag. Da werde ich auch nicht so lange online sein.
Die wollte heute Nachmittag irgendwann online kommen. Mehr weiß ich aber auch nicht. Deswegen kann ich es da nicht so genau sagen. Hey. Ah, Hilfe.
Alter, bist du da bescheuert? Grünzeug. Sobald ich mit Ausmisten fertig bin, wir beeilen uns. Oha. Du könntest natürlich auch Jackie einfach mit dem Scheiß alleine lassen und dann einfach so gesehen im Regen stehen lassen.
Ja, das sieht doch nice aus. Ja, alles gut. Du bist des Schreibens mächtig, also kannst du doch tun und lassen, was du willst, würde ich sagen. Weil, ja. Ist doch nichts dabei. Überschuss. So, das sollte ja dafür sorgen, dass als erstes die Drohnenports betrieben werden und sollten wir dann irgendwann entscheiden, okay, hey, wir machen das mit Zügen, dann geht das über Zügen. AKW, Kunststoff, Gummi. Also, für AKW, Kunststoff und Gummi, Produktion. Ja, hab das
So, aber es ist so eine. Aber es ist so ein persönliches Ding. Was? Oh. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich schon überlebensmächtig bin, aber das ist so ein. Okay. Ich finde das nicht. Also meinst du persönliches Ding Kommentare beantworten oder weil du da ja nichts Persönliches geschrieben hast. Und du bist ja auch Teil von mit dabei und so. Naja, aber ich muss mich jetzt auch verabschieden. Weil ich jetzt zum Geburtstag fahren will. Oh, hab das jetzt so gebaut, dass 3 Extraktoren 6 Kraftwerke versorgen. Ja. Hast du geguckt, wie viel ein Kohlekraftwerk an Wasser benötigt? Also 50 Wasser pro Minute. Oder 45 pro Minute. Ja. Das sollte ja völlig ausreichend sein. Hast zwar einen geringen Überschuss, aber passt trotzdem. So, aber ich werde mich dann jetzt verabschieden. Und dann komme ich heute Abend dann einfach irgendwann wieder online, denke ich mal. Also, schönen Abend euch, Nachmittag euch noch und dann viel Spaß später bei Manie. Und genau. Also sehen wir uns dann später. Cheerio und auf Wiedersehen. Grüßt Manie von mir und schaut dann gleich bei ihr vorbei nachher, wenn sie mit dem Aufräumen fertig ist. Und ja, auf Wiedersehen. Ciao.